Der Club der Köchinnen wird Ihnen präsentiert von Möbel Höffner. Herzlich willkommen beim Club der Köchinnen. Wir haben wieder einen Koch, aber einen sehr versierten. Rob Power, Multitalent, Filmproduzent, Regisseur. Was bist du noch alles? Drehbuchschreiber. Vater, Großvater. Vater von 8 Kindern. Großvater von 10 Kindern. 10 Enkeln. Kinder. Ja, das finde ich selber auch eine stolze Leistung, aber nicht von mir, sondern von meinen Kindern. Also. Du hast nicht zu allem was beigetragen. Naja, beim Film ist meine große Leidenschaft, das muss ich ehrlich sagen. Ich bin nicht der tollste Vater gewesen, weil Film stand immer auf Platz 1 und das wird es immer bleiben. Ich werde im Sattel sterben und das ist meine Absicht. In der Hoffnung, jemals den ultimen Film zu machen. Ich habe einige Filme gemacht, auch mal ganz gute. Aber ich denke, man geht einfach weiter, bis man den echten Film hat. Ob man den dann bekommt, bevor man stirbt, das steht in den Sternen. Auch mit 100 oder mit 120? Das ist die Absicht. Ich denke, ich bin unsterblich. Ja. Sag uns erst, ehe du dein unsterbliches Leben erzählst, was kochst du uns heute? Ja, ich habe was Besonderes mitgebracht. Ich bin die ersten 18 Jahre meines Lebens habe ich in Holland verbracht. Mein Vater ist Westfriese, war Oberstudiendirektor, meine Mutter war Wienerin. Und ich bin nach dem Abitur gleich nach München gegangen mit 18. Du hast gar keine holländischen Eltern. Ein Teil, der Vater, ein Westfriese. Also ja. Du hast Otto Walkes, Ostfriesland, und da gibt es auch noch einen kleinen Teil in Holland, das heißt Westfriesland, und da ist mein Vater her. Verstehe. Und der war der Oberschulendirektor. Ich habe 18 Jahre da gelebt und dann habe ich die Fliegen gemacht, bin nach München gekommen. Die Autobahnen waren völlig kaputt noch in der Zeit, das war 1956. Und ich bin in München gekommen, bin nie mehr weggegangen. 60 Jahre lang. Aber in Oberhausen warst du. Oberhausen ist wieder so eine Geschichte. Und ich bin auch nie aus Schwabing rausgekommen. Und eigentlich meistens auch nie aus der Georgenstraße. Und wir waren da eine Schwabinger Gruppe, alles junge Filmemacher. Die fanden den Heimatfilm einfach blöd. Haben wir gesagt, wir können das alles viel besser. Ich habe auch Film studiert hier. Ich habe meinen Abschluss gemacht am Vorläufer der HFF. Wer war denn dabei? Eberhard Hauff war damals der Chef, der hat es gegründet gehabt. Der Schlönder war da und der Fleischmann war da, Jos Verkano, das waren alle meine Mitschüler. Und ich habe parallel, wenn ich noch Zeit hatte, habe ich Philosophie studiert, habe ich aber nicht fertig gemacht. Das bringt beim Kochen auch nichts. Das Filme machen schon, weil das Filme machen und das Kochen ist kein großer Unterschied. Man muss einfach immer auf den Punkt genau sein und immer versuchen, das Beste zu machen. Das misslingt manchmal. Vielleicht heute, ich hoffe nicht. Was hast du denn vorgesehen? Naja, pass auf, die Geschichte mit Holland erzähle ich deswegen, weil das letzte Mal, wo ich in Holland war, das war vor 2 Wochen, da habe ich mitgekriegt, dass die Holländer haben einen nationalen Grünkohltag. Richtig. Das fand ich so Otto Walkes ähnlich eigentlich, dass ich dachte, weißt du was, du hast mich gebeten, hier mal bei der Club der Köchin, mal, dass ein Mann auch mal kocht, außer Christian. Wir haben viele Männer. Weiß ich schon. Also habe ich gedacht, ich nehme den Grünkohltag zum Anlass und mache mal etwas, was bestimmt in deiner Küche noch nicht stattgefunden hat. Ich mache Grünkohl. Das stimmt. Also das ist die Absicht. Ich hoffe, dass ich es auch so fertig bringe. Ja? Und den hast du mitgebracht? Ich habe schon ein bisschen was präparieren müssen, weil sonst braucht man 24 Stunden. Ja. Der Grünkohl ist auch noch etwas Eigenartiges, weil das ist ein Gewächs, war eigentlich, da muss eine Nacht Frost passiert sein, bevor man den Biss hat. Ja. Und es kommt noch etwas dazu, was auch interessant ist, finde ich, für Köche. Ich habe das Gericht mal ausprobiert mit Bio-Grünkohl. Und das war lätschert. Wie kommt es? Ja, das weiß ich nicht. Es ist nichts gegen Bio zu sagen, vielleicht, oder doch, ich finde nicht. Aber manche andere sind andere Ansicht. Fehlt die Würze. Es fehlt die Kraft manchmal. Aha. Also das ist kein Bio-Grünkohl. Also wenn nachher man davon isst, muss man schon wissen, man isst nicht völlig Bio. Vielleicht zu wenig Biodünger. Man weiß es nicht. In uns ist wahrscheinlich, zumindest in meinem Alter, schon so viel Nicht-Bio drin, dass es egal ist.
Gut, ich will den mal sehen. Na, pass auf. Lass uns mal in den Topf gucken. Er riecht schon mal ganz, ganz gut. Jetzt hast du Wasser hier rein in die Butter gegossen. Das macht nicht, das ist gut, das ist gut. Wir machen es in zwei Teilen. Wir haben den Grünkohl, ja. Der ist entsprechend gewürzt. Was heißt entsprechend? Naja, entsprechend, das muss Bouillon, Gemüsebouillon rein. Mhm. Ich tue immer müssen wir alles wissen zum Nachkochen. Ich tue immer Laurierblätter rein. Ja. Das ist auch schon sehr ungewöhnlich. Dann kommt etwas Zimt. Lorbeer, ja. Mhm. Und Gewürzsalz und das lässt man einfach lange brutzeln. Wie lang? Ja, bis es fertig ist. Ah. Und dann macht man immer das Gleiche. Man geht rein. Man probiert's. Das schreibst du in dein Rezept rein. Brusten, das schreibe ich rein. Vor allem, man muss aufpassen, dass man sich die Finger nicht verbrennt, weil das kann passieren, wenn man nicht Acht gibt. Und wenn der Grünkohl soweit ist, ich zeige mal so ein bisschen der Kamera mal, wie das aussieht. Also nicht bio, aber kräftig gut für die Zähne. Dann muss man eigentlich, wenn man es richtig macht, aber das wollte ich dir nicht antun, das muss man mit gestampften Kartoffeln machen. Das, ja, ich wenn, dann hättest du das machen müssen. Ja, genau, das wäre mir zu viel gewesen für heute. Das habe ich nicht mehr geschafft. Also ich tue es auch schon mit Kartoffelbrei, aber grob. Mhm. Und das ist auch entsprechend gewürzt, vorgewürzt. Mhm. Das wird alles im Rezept rein sein. Was man da macht, ist dann, ich versuche es so sauber wie möglich zu machen. Man nimmt einfach den Püree. Der kommt einfach rein. Der kommt rein. Deswegen ist es sehr wichtig, wenn man Grünkohl kocht, dass man immer einen großen Topf nimmt, weil erst muss er ja dämpfen und danach kommt alles muss hinzu. Und dann kommen nachher die Zutaten. Oh, da können wir wieder den ganzen Raum hier mit verfüttern. Naja, wir haben ja auch noch das Kamerateam. Eben. Die haben vielleicht auch Appetit. Das hoffe ich zumindest. Ich muss es ja mal vorkosten. Vielleicht ist es so schlecht, dass man sagt, das wollte man den Kameraleuten gar nicht antun. Lassen wir uns nicht anmerken. Wir werden es sehen. Das und was hast du schon reingetan in den Kartoffelbrei? Auch? Was sehr wichtig ist, was die Leute immer, da ist Muskatnuss drin. Mhm. Und das Muskatnuss, was ich nicht wusste, wenn man das zu viel nimmt, ist es giftig für den Menschen. Man muss sehr viel nehmen. Ja, man muss sehr vorsichtig sein, wie viel Muskat man nimmt. Das habe ich lange nicht gewusst, aber jetzt weiß ich es. Und jetzt bin ich sehr vorsichtig. Und tust du Butter rein? Ein bisschen Butter tue ich rein. Ja. Und da hast du überhaupt noch tolle Sachen. Ja, das fange ich gleich an. Das wird die Soße. Mhm. Und dann habe ich nachher die Garnierung. Und die Würste sind hier drin. Ich habe die Würste extra aus Holland mitgebracht, weil die deutsche Wurst nicht gut ist, die ist fantastisch, aber diese Würste gibt es nicht. Tu es mal jetzt nicht rein, wir machen nämlich eine Pause und nach der Pause wollen wir sehen, was du alles reintust. Okay. Wir sind gleich wieder da. Der Club der Köchinnen wird Ihnen präsentiert von Möbel Höffner. Der Club der Köchinnen wird Ihnen präsentiert von Möbel Höffner. Wir machen weiter mit Rob Hauers Grünkohl. Da ist jetzt inzwischen ein köstlich angerührter Kartoffelbrei drin. Wie geht's weiter? Na, jetzt machen wir die Soße dazu und die ist sehr wichtig. Die kommt nachher auch in den Topf. Das ist eigentlich ein Eintopfgericht, wofür du 10 Töpfe brauchst. Ja? Jetzt nehme ich das hier. Was ist das? Das sind die Zwiebeln. Angeröstete Zwiebel, Donnerwetter. Das ist auch viel Grünkohl. Wow. Es ist für 4 Personen und dann bleibt auch schon noch was übrig. Den Rest nimmst du dann mit heim zu deiner großen Familie. Es gibt wahrscheinlich keinen Rest, das hoffe ich nicht. Gut. Dann tut man den Speck dazu. Dann der Speck, ja. Auch sehr wichtig. Man kann den Löffel sparen. Das ist übrigens Bio-Speck. Mhm. Weil das Wort nehme ich öfters im Munde, weil ich das an sich finde ich eine gute Sache. Man weiß nur nicht genau, was ist. Das ist das Blöde. Ja. Weißt du denn, wo er herkommt? Ja, das weiß ich, aber nicht von welchem Schwein.
Es gibt, das kennst du namentlich nicht, oder wie? Es gibt Züchter, die verkaufen tatsächlich Speck und Wurst, ja, namentlich von einem Schwein. Ja? Kriegst ein Zertifikat, es ist vom Leo, sagen wir mal. Ja? Ach, das ist aber schrecklich. Ja, finde ich auch. Es macht die Sache nicht besser, finde ich. Nein, nein. Diese Sache macht man die Flamme ein bisschen höher. Das gibt es auf der Wiesn übrigens auch, immer auf dem Oktoberfest. Da gibt auch es doch die Ochsenbraterei und dann steht immer drauf, welcher Ochse am Tag dran ist. Der Peppi oder... Trotzdem ein trauriges Leben. Ja. Ich meine, ich koche gern, nicht immer, aber wenn ich mir recht überlege, dass man mit... dem Tier vorher Freundschaft geschlossen hat. Ja, das ist doch keine schöne Sache. Nee. Aber trotzdem esse ich es gern. Also wir essen jetzt den Speck vom anonymen Schwein. Anonymen Schwein und Gott sei Dank hat es keinen Namen gehabt. Das nehmen wir jetzt. Tust du rein? Tue ich rein. Ist der Topf heiß oder steht der nur rum? Nein, der ist schon heiß. Es sieht aus wie riesige Mengen, ist aber nicht, dem ist aber nicht so. Naja. Ich hoffe, wir haben gute Esser hier. Jetzt hast du noch ganz viel, pass die kleinen auf. Zwiebelchen. Jetzt, aber das hier ist die Essenz, was ich jetzt mache. Jetzt mache ich es auf hohem Feuer. Sag mal, kochst du oft für dich selber? Nicht allzu oft. Nicht allzu oft? Aber manchmal schon. Wenn ich gut essen will, schon. Nee, das mache ich. Wenn du gut essen willst. Das war Spaß. Nein, aber wenn ich Lust habe, ja. Ich bin ja Filmemacher und ich bin kein Koch, sonst wäre ich ja Koch geworden. Und lebst in Amsterdam, aber da gibt es auch viele gute Restaurants, stimmt? Naja, ich lebe erst seit sehr kurzer Zeit in Amsterdam. Ich bin ja mit 18 schon nach München gekommen und ich bin erst letztes Jahr übersiedelt. Nach 60 Jahren leider, München. Leider, und ich bedauere es. Ehrlich gesagt bedauere ich schon. Wir hoffen, dass du wiederkommst. Das habe ich auch vor. Ja. Ich wollte mal wissen, wie du überhaupt zu deinem Beruf gekommen bist. Naja, ich habe das studiert am Vorläufer der HFF, also das DIF. Eberhard Hauff war damals der spätere Festivaldirektor. HFF ist die Hochschule für Film und Fernsehen in München. Mhm. Und der Vorläufer hat Eberhard Hauff, der spätere Festivalleiter vom Filmfest München, gegründet. Ich hatte davon gehört, mein Vater auch. Mhm. Ich bin hoffentlich auch der richtige Platte drauf. Ja? Was meinst du? Ich sehe hier nur 0. Ich sehe 12. Dann ist gut, dann passt es. Dann passt es. Ja. Und da bin ich in 56 nach München gekommen. Ich habe schon vorher erzählt, da war die Autobahn noch völlig kaputt. Mhm. Und Zimmer bekam man auch nicht. Mein Studentenzimmer war... Das ist heute noch so. Das ist heute noch so. Aber ich war Untermieter in der Georgenstraße bei der Witwe Schallweg. Das weiß ich heute noch. Die Untermieter gibt es heute kaum noch. Na, aber das schon. Und nicht nur das. Es gab so wenig Betten in München, dass ich mit einem Kommilitonen im Ehebett des Ehepaars schlafen musste. Und das Ehepaar? Der Mann war leider gefallen im Krieg. Aha. Und sie war Witwe geworden und sie vermietete das Zimmer. Also ich habe angefangen zu studieren in München und das war alles ohne Geld und das war wunderbar. Ich hatte nicht mal ein Fahrrad. Und dann habe ich in 59, nachdem ich die Filmhochschule beendet hatte, habe ich angefangen als Kameraassistent bei Walt Disney. Und den Job hatte ich versaut, weil ich musste für zwei Kameraleute arbeiten, gleichzeitig Kassetten einlegen mit Film. In München bei Walt Disney? Walt Disney hat einen Film gemacht, das ist eine zu große Geschichte, hieß der Olympic Horse, über ein weißes Pferd aus Amerika, das alle Rennen gewonnen hatte. Mhm. Das brachten sie rüber nach Europa und dachten, das Pferd wird auch alle Rennen gewinnen, hat aber nichts gewonnen. Und da der Film ist dann beendet worden und ich habe meinen Abschied genommen, habe einen Kurzfilm geschrieben, hieß Hundstage, hab den ganz alleine gedreht. Der ist auch in Deutschland bekannt geworden. Ja, der hat den großen Preis auf der Fotokina bekommen und da war ich 21 und dachte, jetzt könnte man ja heiraten. Aha. Ich meine, das hat meine damalige Freundin eher gesagt, aber ich habe das mitgemacht und das war sehr lustig. Und da fing ich meine eigene Produktion an, als Regisseur und Produzent. Und das ging dann in die Viktoriastraße 34 und da habe ich 40 Jahre lang meine Produktion gehabt mit eigenem Tonstudio. Ich hatte zu einer bestimmten Zeit hatte ich 25 festangestellte Leute und 5 Schneideräume und ich machte selber immer auch noch Filme und ich habe mitgekriegt auf eines Tages, dass ich dachte, ich mache das alles nur für Umsatz, um die Leute bei der Stange zu halten und ich wollte aber lieber Filme machen.
Und dann habe ich es in 1974 habe ich dramatisch verkleinert und bin einfach weitergegangen. Und ich habe in der Zeit Filme gemacht wie Jagdszenen aus Niederbayern, ja, mit Peter Fleischmann oder Mord und Totschlag mit, mhm, Volker Schlöndorff, mhm, oder Tätowierung mit Johannes Schaaf. Und ich habe eine ganze Reihe Dokus gemacht für den Bayerischen Rundfunk vor allen Dingen und WDR. Und mit und über Romy Schneider, die ich sehr gut kannte. Mit und über Billy Wilder, mit und über Alfred Hitchcock. Also ich habe eine reichhaltige... Alles in München gedreht. Alles München. Alles, mhm, München. Und dann habe ich eines Tages den Regisseur Paul Verhoeven entdeckt. Mit seinem Namensvetter Michael Verhoeven. Mit dem hatte ich schon einige Komödien gemacht, wie Engelchen oder auch den Anti-Vietnam-Krieg-Film Okay. Aber sein Namensvetter Paul Verhoeven, der gerade jetzt ins Rennen geht für den Oscar für Frankreich mit Elle, mit dem habe ich 5 Filme gemacht. Ist das darunter ein Holländer oder ein Deutscher? Ist ein Holländer. Der Paul. Der Paul. Mhm. Ein guter Freund noch immer von mir. So, die ist jetzt fertig. Und ja, ich bin aus, von München aus habe ich die Sache alles angesteuert. Jetzt machen wir in einer Minute eine Pause. Jetzt musst du ganz schnell werden. Ja, ich brauche eigentlich nichts mehr zu machen. Sie ist fertig. Wir haben gerührt, wir haben geredet. All diese Sachen kommen mit auf den Tisch. Das ist die Garnierung. Mhm. Und dann muss ich die Würste aufschneiden. Ja. Weil die Würste habe ich extra mitgebracht aus Holland. Ich bin, wie heißen die da? Die heißt Rauchwurst. Die Marke darf ich nicht nennen wegen der Werbung. Stimmt. Ja, aber es sind Würste. Bayern hat die wunderbarsten Würste der Welt. Aber diese Wurst gibt es hier nicht. Und ohne diese Wurst ist der Grünkohl nur die halbe Miete. Und den essen wir jetzt, ja, gleich nach der Pause. So ist es. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, wie schön. Der Club der Köchinnen wird Ihnen präsentiert von Möbel Höffner. Der Club der Köchinnen wird Ihnen präsentiert von Möbel Höffner. Stopp! Das ist ja nicht. Ich höre Stopp. Sehr wichtig also die Wurst. Also, obwohl die bayerischen Würste sind die besten, aber zu diesem Grünkohl muss man schon was, ein bisschen was sich einfallen lassen. So, jetzt kommt die Garnierung. Kleine Silberzwiebelchen, eingelegte. Das würde ich natürlich nie mit den Fingern machen, aber das mache ich jetzt. Ich habe meine Hände schön sauber gewaschen, wie jeder Koch. So, und jetzt kommt das Raffinement, weil jeder denkt, ja, der Rob kann ja nur Grünkohl machen, das ist auch so. Das kann ich wohl am besten, aber ich verfeinere es mit Mandelschnipseln. Und das trage ich jetzt rüber. Keine Rosinen? Nee, bitte nicht. Bitte schön. Okay. Ja, wunderbar. Das ist ja, es ist farbig. Eine Reichheit. Es ist eine Reichheit. Ja, bei dem roten Teller. Ja, es ist sehr, ja, schön. Weihnachtlich eigentlich. Ja. Dürfen wir probieren? Absolut. Ich bitte euch. Und dann ehrlich sagen, wie wir es finden? Mhm. Lieber nicht. Also diese Kohlmischung mit Kartoffelbrei und Möhren, grandios. Und Speck. Und Speck und Zwiebeln. Mhm. Und Schlagsahne. Die fehlt mir noch. Butter, Schlagsahne ist auch drin. Wofür steht der Topf noch rum? Oh ja, Sie haben völlig recht, Herr Gast. Ich nehme auch immer etwas Apfelmus dazu. Oben drauf oder? Einfach daneben. Daneben. Und wenn man denkt, koch. Man möchte irgendwann ein bisschen was anderes haben dazu, obwohl die Zwiebelchen bringen auch viel. Ach, die kleinen Zwiebelchen, mhm, da noch, ja. Die sind sehr lecker dazu. Die Silberzwiebeln. Also Rob, es sieht erschlagend aus und schmeckt köstlich. Ich freue mich, das zu hören. Wirklich wahr. Ich würde es nicht sagen, wenn es nicht ehrlich meine Überzeugung wäre. Meine liebe wäre. Tochter Vanilla. Die würde mich schon angucken und sagen, na, das hast du nicht hingekriegt, aber ich selber ein fantastischer Köchin. Schmeckt sehr gut. Das kann und keiner sagen. Das du traust dich so, kundigen Damen zu stellen. Absolut. Mhm. Aber nicht bei allem, es ist weiter und besser. Mhm. Was kochst du denn am liebsten? Einen Moment.
Mhm. Buffets oder schöne warme Sachen? Eigentlich alles, also verschiedene Salate, asiatisch viel, also ich mache so Fusion-Küche. Arabische Küche, asiatisch. Und was gibt's zu Weihnachten? Die traditionelle Gans oder nee, den Karpfen? Also, nein, überhaupt nicht traditionell. Eigentlich immer so verschiedene kleine Gerichte, wie so ein Tapper-Buffet eigentlich. Ja. Das ist gut. Mhm. Ja, auch zum Wohl. Ja, ich will mit dir natürlich mit meinen Anstoßen. Vielen Dank für die Einladung. Aber du hast gerne. Es wirklich geschafft. Prost. Ich habe wirklich geschafft, nach so vielen Jahren bravo, bei dir eingeladen zu werden. Ja, aber dann sollten wir nach dem Schluck ist besser als ein Bundesfilmpreis. In ein Happy Birthday aussprechen. Ja, da müssen wir nochmal anstoßen. Den hattest du gestern, ja, haben wir schon angestoßen. Ich wage gar nicht zu sagen, wie alt ich bin. Doch, das wird jetzt, nein, das können wir ja auch nicht lös im Dunkeln lassen. Wir könnten aber schon sagen, dass im Jahr 2017 ein rundes Datum bevorsteht. Und du könntest zum Beispiel erzählen, was da in München stattfindet. Das wäre doch nicht abwegig. Aber die Zahlen habe ich nicht nennen. Musst du nicht, musst du. Nein, ich sage sie gern, aber es wird Hochbau werden. Aber mit Furcht. Es ist eine sehr hohe Zahl. So weit konnten meine Großeltern gar nicht denken. Weil so alt wurden sie gar nicht. Aber nächstes Jahr macht das Filmmuseum. Das Filmmuseum im Stadtmuseum macht eine große Retrospektive von meinen Werken, 2 Wochen lang. Und es gibt auch ein Schirmherr. Mein Nachbar ist Christian Ude, ist so nett, dass er die Schirmherrschaft übernommen hat. Es wird also eine große feierliche Angelegenheit. Er wird auch die Laudatio halten, was ich natürlich... Wenn mir was dazu einfällt. Ja, ich höre mir das aber gern an natürlich. Ich denke, Gott, oh Gott. Du hast eine ganze Weile Zeit, drüber nachzudenken. Aber so Dezember, also die ersten 2 Dezemberwochen stehen sozusagen dafür bereit. Und das Stadtmuseum ist schon bei den Vorbereitungen. Es wird ein großes Doku gedreht über mich, zweistündiger. Und ihr Bruder Donald aus der gleichen Ehe, der ist auch Abschluss, hat auch einen Abschluss von Filmhochschule in Berlin. Und die machen das zusammen. Und dann wird das ausgestrahlt und das rundet dann ab und danach kann man sterben eigentlich. Ich meine, nein, das wenn man das hinter sich hat, jetzt hat man das gekocht. Das soll man erstmal genießen. Man hat das gekocht hier, jetzt hat man gekocht. Einen Baum pflanzen, ein Gericht kochen und eine Retrospektive. Absolut, ich habe schon 3 Bundesfilmpreise habe ich gewonnen. Ich habe den Bayerischen Filmpreis gewonnen im Jahr 2000 und ich habe jede Menge. Also ich kann mich nicht beklagen über Ehrungen, aber was... Aber ich glaube nicht, dass du immer Zeit genug hattest, das zu feiern. Und das tun wir danach. Das Furchtbare ist, dass ich habe mir für nichts Zeit genommen, außer fürs Filme machen. Ja. Das ist das Blöde. Und sogar wenn ich koche, denke ich, wann ist es fertig? Weil ich denke, ich habe den nächsten Film schon wieder im Kopf. Das ist der Vor- und Nachteil von dem Beruf, wenn man mit dem Helm geboren wird, behält man den auch auf. Ja? Ja, klar. Was hast du denn wieder im Kopf? Ich habe noch immer, und das wird auch noch stattfinden, ich habe den Erfolg von Feuchtwanger im Kopf. Mhm. Den habe ich schon lange im Kopf. Mhm. Das soll dann die echte Leon Feuchtwanger Verfilmung von Erfolg werden für die Stadt München. Mhm. Und der Paul Verhoeven, der gerade mit L für Frankreich an den Start geht, für den Oscar gerade, gestern auch für den Golden Globe nominiert wurde. Wird die Regie führen, hat auch das Drehbuch geschrieben und wir sind dabei, jetzt die Finanzierung zusammenzubringen. Das ist heutzutage das magische Wort in Deutschland bei uns. Ich meine, die Finanzierung, daran hängt alles. Das war früher in meiner Zeit, 68er, das war die Horizont war unendlich, über Geld wurde nicht gesprochen. Heute geht es nur ums Geld. Mhm. Das ist sehr traurig, aber wir werden das schaffen. Und ich hoffe, dass wir den Film auf die Reihe haben, bevor die Retrospektive beginnt. Aber dafür musst du wieder nach München ziehen. Das werde ich auch machen. Das doch machen. Weil ich will ja wieder bei dir kochen. Aber nicht Grünkohl, aber da bringe ich was anderes. Darauf trinken auf den Grünkohl. Wir bedanken uns, dass du da warst. Hier. Auch du, Vanilla. Prost, Dankeschön. Zum Wohl. Zum Wohl. Und auf die Retrospektive. Absolut. Nein, also wenn man 14 Tage lang Werke zeigt, bedeutet das ja, dass es viele gibt. Ich habe weit über 100. Eben. Und da macht man dann eine Auswahl natürlich, die besten. Ich habe
ich meine, da können wir viel ins Kino gehen. Ja, das hoffe ich doch sehr. Ich hoffe, dass ganz München kommt, denn das Kino viel zu klein ist, was es im Grunde auch eigentlich ist. Ein sehr kleines Kino. Das ist natürlich ein Cineastentreff. Aber der Stefan Drössler, der Direktor, macht das sehr gut, schon jahrzehntelang eigentlich hier und hat München auf die Weltkarte gesetzt. Obwohl das Kino so klein ist, macht er das ausgezeichnet. Die Stadt München, die Kulturabteilung hält zu ihm und der Oberbürgermeister hat auch immer seine segnende Hand über das, über das Stadt, über das Filmmuseum gehalten. Und ich hoffe, dass sein Nachfolger das auch tut natürlich. Gibt es schon ein genaues Datum? Das legte Stefan Drössler gerade Anfang nächstes kommenden Jahres, also nach Silvesterfest, aber ich nehme an, weil ich bin ja am 13. habe ich ja Geburtstag. Mhm. Wir wollen dann irgendwie das so hinkriegen, dass am 13. auch was ist. Das endet eigentlich damit. Das heißt, jetzt hat fast die Zahl. Jetzt werde ich fast 80 rausgerutscht. Es ist jetzt, nur mehr kann ein Mensch im Leben nicht verlangen. Mhm. Ja, vielleicht haben deine lieben Freunde andere Erwartungen. Weiß man nicht. Ich hoffe, das Leben, ich will hier keine philosophische Betrachtung anstellen, aber das Leben ist natürlich nicht einfach. Man wird geboren zum Sterben. Mhm. Aber dazwischen findet eine Menge statt. Absolut. Und das soll man möglichst sinnvoll und gerecht ausfüllen, die Zeit. Und dass niemand sagen kann, das hat er nicht richtig gemacht. Okay, Rob. Also, dann stoßen wir nochmal an. Wir werden alle betrunken hier weggehen. Ja. Alles Gute. Alles Gute. Alles Gute. Der Club der Köchinnen wurde Ihnen präsentiert von Möbel Höffner.